Hey yo Leute, eben habe ich mich noch über das neue Design des PlayStation Stores beschwert. Jetzt darf ich schon wieder eine Demo testen. Dieses Mal ist es Amen. Ich weiß eigentlich nichts über das Spiel, außer so grob die Story. Es geht offenbar um ein paar Typen, die in einer Fabrik, die Soldaten herstellt, also so Robotersoldaten, ein bisschen Mist gebaut haben. Und jetzt wurden da ganz viele Robotersoldaten quasi hergestellt. Und die wollten es eben in die Luft jagen, damit es keiner mitkriegt, aber haben dann quasi den Zünder vergessen und sind dann noch abgestürzt mit ihrem Fluchthelikopter. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich quasi diese ganzen Soldaten erledigen muss und die Sache bereinigen muss. Aber sehen wir es uns einfach an. Ich nehme mal an, ich gehe auf Neu. Ja, genau, ich gehe mal auf Neu. Ja. Let's go. Ja. I'll leave you here and fly off in search of the other androids. Shouldn't we fly directly to the factory? Oh, we have to clean up this mess and find the rest of the team, man. We won't make it alone. Use the rifle to deal with the androids. Hooray! Finally, I'll be able to shoot these noobs. Calm down, dude. You only have 3 bullets. OMG, so how am I supposed to do this? You'll think something up for sure. I'm taking off. Good luck. Also, dein Ziel ist es, nach der Vernichtung der Feindkräfte den Hubschrauber zu erreichen. Nachdem du eine bestimmte Anzahl der Feinde getötet hast, erscheint der Hubschrauber. Verstanden. Bewegung ist mit dem linken Stick, Springen ist mit Kreuz, Aktion mit Viereck. Dann legen wir mal los. Einige Objekte müssen zuerst versorgt werden. Versorgt zu... Hä? Einige Objekte müssen zuerst versorgt zu werden. Okay. Benutze das Fernglas, um nach die Energieversorgungsquelle zu suchen. Okay, wer auch immer das übersetzt hat, lernt Deutsch. Also dann. Kann er da drüber springen? Jo. Heranzoomen, wegzoomen, scrollen. Mit Pfeiltaste hoch, Pfeiltaste runter und dem rechten Stick. Okay. Okay. Na dann. Den Aufzug benutzen mit Viereck. Let's go. Los geht's. Was ist hier? 2 oder mehr Stockwerke bedeuten eine lebensgefährliche Höhe. Rufe den Aufzug, wenn sich in seiner Nähe keine Feinde befinden. Machst du das im richtigen Moment, fallen deine Feinde herunter und kommen um. Na dann. Ich versteh's nicht. Los geht's. Boah, das ist aber ganz schön viel Tutorial. Versorgung. Aha. Was auch immer das heißt. Was soll mir das denn jetzt sagen? Ziehe die Waffe und richte sie auf das Ziel. Schieß, stecke die Waffe ein. So, jetzt habe ich die Waffe gezogen. Jetzt schieße ich mal. Wow, das war völlig erfolglos. Waffe wegstecken. Jetzt komme ich selbst dann nicht mehr lang. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Und ich bin tot. Juhu! Wow. Neustart. Okay, ich komme damit gerade überhaupt nicht klar. Ich verstehe auch nicht ganz, was ich machen soll. Offenbar muss ich irgendwie die Fallen oder sowas so aktivieren, dass sie den Gegnern
quasi den Gar ausmachen. Nochmal. Nein. Boah. Ich bin es so gewohnt, mit dem rechten Stick zu zielen, bei sowas. Na, kommt schon zurück. Na los. Jetzt. Jawohl. Ich glaube... Ach, jetzt habe ich nochmal geschossen. Scheiße. Was habe ich jetzt eingeschaltet? Was habe ich jetzt eingeschaltet? Da komme ich nicht mehr hoch. Ich verstehe es nicht. Also da komme ich nicht mehr hoch. Über den Felsen komme ich nur hier hin. Okay, cool, die Patrone. Ach, das ist eine Wand, ey. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre so ein blöder Baumstamm. Ach Gott, ey. Ich bin ja auch der Schlauste. Verdammte Kacke. Okay, ich muss nochmal neu starten. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin momentan mit der ganzen Sache ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also dieses Ding hier muss aktiviert werden. Ich nehme an, das ist da oben dieses Rad. Jetzt gehe ich erstmal hier rüber. Schalte den Aufzug ein. Fahre mit dem Aufzug hoch. Und schalte das Ding ein. Was macht das denn? So, Fernglas. Ja. Und jetzt? Das Ding ist immer noch aus. Das heißt, jetzt muss ich wohl hier lang. Also das Teil ist eingeschaltet. Jetzt nehme ich das Gewehr und ziel mal auf das Seil. Wenn die Kumpels wiederkommen. Und go. So. Jetzt runter hier. Und das Ding noch aktivieren. Und jetzt müsste irgendwas Tolles passieren. Aber es passiert überhaupt nichts. Da unten ist jetzt das Teil angegangen, aber da komme ich doch gar nicht mehr hin. Weil ich komme hier nicht hoch. Ach, ich muss da Viereck drücken. Na Logi. Oh Mann, ne. So, jetzt wieder hier rüber. Jetzt ist da hinten nämlich dieses komische Teil auch an. Und ich kann dahin. Jetzt muss ich kurz schauen, wo die langlaufen. Und mach einfach mal die Plattform runter. Mal gucken, ob es klappt. Jupp, das war schon mal erfolgreich. Und ab dafür. Oh Mann, gar nicht so einfach für den Anfang. So, Level-Ergebnis habe ich momentan $2.100, nehme ich an. Zeit bin ich jetzt bei 2 Minuten 9. Anzahl der zu tötenden Feinde, 8 von 10 habe ich erledigt. Gesamtanzahl der Feinde, ja. Ach nee, Quatsch. Gesamtanzahl der zu tötenden Feinde ist unten rechts. 5 von 5 habe ich gemacht. Und insgesamt gibt es 8 von 10. Habe ich 8 von 10 Feinden, so rum. Oh Gott. Kamerazentrierung. R3, das bin ich. Gratuliere, du hast die erforderliche Anzahl an Feinden vernichtet, um in den nächsten Level zu steigen. Steige in den Hubschrauber ein, um weiterzugehen. Du kannst aber auch noch mehr Feinde killen und deinen Punktestand erhöhen. Das machen wir jetzt mal nicht, weil ich gucken will, was noch kommt. Good job,
They had no chance with me, losers. I picked up Antler's radio signal. He's somewhere nearby. Then let's start the search. The search for what? Whatever. Go. Up we go! Na gut, der Humor ist jetzt... Naja. Ach, das war's schon? Oder was? War's das schon? Hallo? Okay, ja, offenbar war's das quasi. In den anderen Welten kann ich auch nichts mehr machen. Okay, schade, ich hätte euch gerne noch ein Level gezeigt oder zwei. Aber das wird offenbar nichts. Ja, ich muss sagen, es ist ein interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich begeistert davon. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht holen, da bin ich so ehrlich. Ich empfehle euch wirklich die Demo mal zu spielen, das kann man ganz, ganz schlecht beschreiben. Ich finde, das Spiel ist nicht schlecht. Die Frage ist halt, wie weit es dann die Leute über längere Zeit bei der Stange hält, vor allem wenn man die Missionen durch hat. Wie es auch mit dem Schwierigkeitsgrad aussieht, ob das dann später irgendwie mega schwer wird oder ob es dann eher leicht bleibt. Bliebe mal zu sehen. Ja, also es ist kein schlechtes Spiel, es ist kein mega tolles Spiel. Ich werde irgendwie sowas, eine Bewertung im mittleren Bereich finden. Ja. Probiert es einfach mal aus, vielleicht gefällt es euch ja. Und ja, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ich freue mich schon drauf, nächsten Mittwoch wieder Demos zu testen, sofern denn welche kommen. Ja, aber das wird sich zeigen. Bis dann also. Ciao.